Hi, ich bin heute hier, weil ich mein neuestes Buch, The Cat and the General, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das diesen Herbst in den Niederlanden erschienen ist, vorstelle. Ja, worum geht es? Das Buch ist inspiriert durch wahre Ereignisse, die sich im Zweiten Tschetschenienkrieg ereignet haben. Und es geht um einen russischen Oligarchen, es geht um eine georgischstämmige Schauspielerin und um einen deutschen Journalisten, die alle durch einen sehr grausamen Zufall, könnte man sagen, in ein tödliches Spiel verwickelt werden. 1994, Noah. Sie sah in den Himmel. Durch die dichte Wolkendecke erkannte sie einen schmerzlich grellen Kreis. Sie hatte das Gefühl, dass sie durch das blendende Weiß hindurch die glühenden Knochen sehen könnte. Würde sie nur lang genug hinstarren, würde sie nur aushalten, wenn ihre Netzhaut Feuer fing. Aber sie wandte den Blick ab. Der Himmel hatte sich in Sekundenschnelle zugezogen und die Wolken trieben den Nebel in die Schlucht. Das Buch ist hoffentlich spannend. Und ich hoffe und ich bin natürlich sehr gespannt und freue mich, wenn es zu den niederländischen Lesern findet. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ja, wie es ankommt.